Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft Snapshot 1.16 Let's Play. Jo, ich habe hier recht viel gemacht, also ein bisschen aufgeräumt in Bäumen, ja, gepflanzt. Dann habe ich ein paar Bücherregale schon hergestellt, aber es reicht noch lange nicht. Deshalb müssen wir jetzt Kühe jagen gehen und Erde holen. Ja, okay, nehmen das auch noch ein Ding. Was ich gemacht habe, ist das FOV, also Field of View hoch. Das habe ich einfach nicht gefunden, das ist einfach hier bei, da, einfach hier oben, eine Option. Ist unbedingt auf 88, höher würde ich es nicht stellen, das macht Motion Sickness und die Maus ist dann zu leicht eingestellt. Ja, deshalb Ding. Was wir noch wollen, ist Schildkröte holen und ich habe eine gute Ankündigung, wenn ihr Server habt oder einen Server kennt, der gut ist. Ich werde Server ab jetzt vorstellen. Ihr dürft gerne in die Kommentare schreiben. Ja, bitte schau mal vorbei auf meinem Server. Ich mache ein Video, tue den Server präsentieren. Und dadurch erhoffe ich auch, dass ich auf meinem Server natürlich ein bisschen mehr Leute finde. Also die auf meinem Server spielen wollen, weil ich ja gerne Rollenspiel habe und einen Rollenspiel-Server gründen will. Oh, das, der Face ist geil, also der Eisberg, der blaue. So richtig schön rumdrehen. Da müssen wir auch etwas drumherum machen. So, wir suchen jetzt mal kurz ja, einen guten Strand für die Schildkröten und irgendwie einen Ort, wo wir Erde abbauen können. So, zum Beispiel der Berg mal hier. Ja, das ist nicht so schön. Wir gehen mal in die Richtung. Ist das eine Wüste dort hinten? Also, wenn wir zwei Schildkröten haben, müssen wir leider ein bisschen warten. Also, ich werde das im Part schauen, wo das ist. Koordinaten aufschreiben. Und danach werde ich dort warten. Während, also zwischen den Folgen. Und dadurch kann ich dann Eier natürlich schon bekommen, ohne dass es euch langweilt. Ah ja, die nehmen wir gleich mit, die Kelps. Kelps heißen sie auf Englisch und Seetang, glaube ich, auf Deutsch. Ja, Seetang. Sehr gut. Aber wir brauchen mindestens zwei Schildkröten in der Nähe, damit die laichen können. Weil, wenn du Schildkröten, das habe ich jetzt gerade vorher getestet, irgendwo hinbringst, die kehren wieder an den Ursprungsort zurück. Und das ist natürlich nicht so toll. Weil wir brauchen die Schildkröten bei uns zu Hause. Auf der Sandinsel am besten, damit sie weiter laichen können. Also ein Schneebiom, also ein Tundra, nein, Tiger. Ein Tiger ist das, mit Wald. Und das ohne viel Wald, also Ebene, ist Tiger. Okay. Ich suche eine Wüste. Das Spiel, bring mir eine Wüste. Weil ich Wüsten liebe. Aber ja, da gibt es keine Schildkröten, wahrscheinlich nur an Stränden eventuell oder im Ozeanbiom auf Inseln. Bis jetzt habe ich nicht zwei Schildkröten, also wir haben glaube ich keine zwei Schildkröten in der Nähe gefunden, oder? Zumindest kam es so vor. Ja, wir werden es sicher irgendwann finden, zwei Schildkröten. Bis dann, ja. Ich werde noch ein extra Video machen, dann nach diesem Part und nach zwei Parts. Ebenso Ankündigungen, die ich sehr testen werde. Ich liebe es testen. Von Anschauen von Objekten, also von ja, Objekten halt. Egal ob Häuser oder Kunstwerke oder sonst irgendwas. Und im Rollenspiel selber sowieso. Habe ich sehr gerne, werde ich sowieso testen. Und so weiter. Also. Ja, ich habe einfach das Gefühl, ihr möchtet so etwas auch sehen. Mehr sehen halt als ein Let's Play. Ah, hier ist einer. Ich finde einfach keine Wüste. Aber wo hat es jetzt Schildkröten? Ich möchte irgendwie so eine Insel wegmachen. Es gibt hier einfach zu viele Inseln. Welche Erde brauche, um unser Grund, unser Haus ein bisschen größer vorzubauen. So eben langweilige Sachen werde ich wirklich nicht im Part machen, sondern zwischen den Parts, weil ich bin
sowas von gerne am Spielen. Ich mache auch die größte Scheißarbeit. Aber das Aufnehmen muss ich ja nicht, oder? Wenn ihr es sehen wollt, ich könnte ja mal einen Livestream oder so machen, aber wenn ich nicht so viele Zuschauer habe, wenn der Livestream bringt, ja, das ist auch nichts. Ja. Leider finden wir überhaupt nichts. Hier haben wir zum Beispiel eine Ebene, könnte noch ein Dorf sein oder so. Ja. Es ist leider eine Welt, wo keine Aufmerksamkeitspunkte sind. Also du kannst dich eigentlich kaum orientieren an irgendwie bestimmten Sachen. Ich habe immer, ja, weil ich das umgestellt habe, dass es bleibt, das Schleichen, dass ich immer schleiche, wenn ich vom Boot gehe, klar. Weil ja gedrückt wird die Taste zum Rausgehen. Ja, muss ich mich noch ein bisschen gewöhnen. Es ist schon komisch, jetzt zu kämpfen, wenn man so weit läuft. Okay, ein Sumpf, das ist ziemlich gut für Schleim. Möchte ich natürlich gehen. Hühner, ja, machen wir ein paar tot. Auch für die Level. Eben diese Grafikfehler, wie macht man die Grafikfehler weg? Kann doch nicht sein, dass wir so Grafikfehler haben. Eieiei. Ich möchte gerne noch die blauen Blumen mitnehmen. Ihr werdet dann sehen, wieso. Es bangt ein bisschen. Ja, die Performance ist in den Snapshot manchmal echt schlecht. Also es gab vor ein paar Snapshots, also ein paar Patch, glaube ich 1.12 oder sowas, wo das so unendlich geleckt hat, dass ich damals kein Let's Play machen konnte. Und ich hoffe, dass das einfach nicht so schlimm ist dieses Mal. Dass es nicht noch schlimmer wird als jetzt. Aber es stört ja nicht, nur müssen wir mal wieder ein bisschen warten. Da wir eben Blumen brauchen fürs Färben und so. Muss ich einfach meine Lieblingsfarben mitnehmen. Das ist Rot und Blau. Wieso? Im Fußballverein von Basel? Ja, wahrscheinlich schon. Also alles immer mitnehmen, was Rot und Blau ist. Ja, mein Herz schlägt für FC Basel. Für was schlägt euer Herz? Von einer anderen Sportart vielleicht auch oder so? Keine Ahnung. Das müsst ihr mir erzählen. Ich kann nicht hell sehen. Also ich weiß, dass bei anderen YouTubern viele FC Bayern München Fans sind. Aber das ist auch ein riesen Club. Das ist klar, dass da mehr wollen. Da wir ja auch sehr gerne mit Ton, mit Beton arbeiten, ich doch mal ganz viel mit. Ja, die auch so gerne mit Beton, weil das so richtig schön farbige Blöcke sind, ohne irgendwelche Details. Also ich bin ein Mega-Fan. Okay, die kann man einfach hochtun, wenn man schwimmt. Aber es ist ein bisschen, ja, schwer zu kontrollieren, das Ding. Wie habt ihr das gelernt, die das schon können, das Schwimmen, weil sie mehr zocken? Das muss man genau drücken, wenn man nach oben will. Einfach nur nach oben schauen. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, ja. Aber was muss man drücken, um aufhören zu schwimmen? Umschalten oder stirb? Das ist noch die Frage, die ich nicht weiß. Also kann ja mal nachschauen. Also stirb ist es zum Umschalten, ob man schwimmt. Der Umschalten. Eigentlich beides, aber ich schwimme die ganze Zeit. Okay, ich glaube, Umschalt ist es. Also, ja, Umschalt ist, um runterzugehen. Okay. Werde endlich Nacht, bitte. Ich brauche ein paar Schleime. Die spawnen irgendwie nicht am Tag. Ich habe das Gefühl gehabt, die spawnen auch am Tag, aber mehr nur in der Nacht, oder? Ach Gott. Mach mal vorwärts. Die nehme ich mit, um auf die Wasserlöcher zu stopfen, damit man drüber laufen kann.
Auch als Dekoration natürlich. So, jetzt lass mich raus. Ich stelle das wieder um. Ich drücke lieber. Das ist mir ein bisschen zu nervig. Das ist mir zu nervig. So, jetzt wird's Nacht. Jetzt kommen hoffentlich Schleime in diesem Biom. Das ist nämlich Hills, oder? Das ist nur Swamp. Hills ist eigentlich besser für Schleime, oder? Ich weiß es nicht. Ich kenne so viel von Minecraft, aber kann mich nicht entscheiden, ob es richtig ist oder falsch. Oh, eine einzelne Blume, die muss ich mitnehmen. Voll der Sumpf. Das Loch, einfach der schmaleste. Der schmalste Sumpf. Ja, okay, es ist kein Sumpf mehr, weil das blau ist, ja. Aber das Wasserloch sah so merkwürdig aus. Kann das an Snapshot liegen, dass man hier so rot und also durch die Welt sieht, dass die Blöcke nicht zusammen sind? Das könnte auch an der Version liegen oder am Texture Pack. Vielleicht installiere ich hier auch das Chroma Hills Texture Pack. Genau. Mache ich im nächsten Part direkt. Ah. Okay, Zombiesatz hier. Oh, jetzt eine schöne Höhle. Aber weil wir jetzt Zombies brauchen, Schleime brauchen, bleiben wir jetzt noch nach oben. Aber am Schluss gehen wir noch in die Höhle am besten. Ja, wo hat es jetzt diese Schleime, die wir brauchen? Oh, ein Schokoschaf. Wir gehen jetzt mal hier rüber zum Besseren. So, also hier hat es irgendwie keine Schleime. Geh runter. Hallo. Mann, wie schwimmt man Pässe? Einfach Stück halten, oder? Ja. Okay, Stück halten. Das heißt, rennen ist schwimmen. Gleich schwimmen. Gut. Hat's irgendwo Schleime? Dort ist ein Schleim. Yeah, wir haben den ersten Schleim. Glückwunsch, Drago, du hast den ersten Schleim gefunden. Achievement get. Schleimige Angelegenheit. Oh. Ja, diese Seerosenblätter für den Popo. Also einen Schleim. Merken, hier gibt's Schleime. Und wenn Schleime auf die Fresse bekommen. Oh, zwei Mini-Baby-Zombies. Oh, die muss ich unbedingt töten. Bei den Menschen und so. Nein, nicht töten, nicht töten. Oder bei den Tieren. Aber bei Zombies, die mit uns auch getötet werden. Das sind unheimliche Bösewichte. Die schlimmsten Feinde, weil man sie nicht gut treffen kann. Ich suche noch mehr. Ich suche ganz viel. Oh, großer Schleim. Oh, ja. Die Sucht nach Schleim. Der Drago hat die Sucht nach Schleim. Aua. Jetzt wurde ich zweimal getroffen. Bei kleinen keinen Schaden machen. Die großen konzentrieren. Und jetzt machen alle keinen Schaden mehr. Ha! Schadens-Noobs. So, da haben wir noch die schönen Blumen. Die nicht mehr so schön aussehen seit dem nächsten Update. Also seit dem zweitnächsten Update. Gut. Das sind ja die, oder? Ja, das sind Orchideen, die sehen nicht mehr so schön aus. Was hat da eigentlich Rockstar gemacht? Eieiei. Die haben einfach diese Blume noch hässlicher gemacht. Aber schön, dass es jetzt andere Blumen gibt, andere blauen Blumen, die noch eine schönere Farbe haben. Aber ich liebte diese blauen Orchideen immer. Ich liebe sowieso Orchideen. Meine Schwester hat immer so viele im Haus, weil sie so sie auch liebt, oder? Die Frauen ja eher auf Blumen abfahren. Ich fahre irgendwie auch sehr auf Blumen ab. Das müsst ihr wissen. Der Drago mag Blumen. Auch wenn er ein Bösewicht ist, ein ja, schlimmer Drache. Ich würde am liebsten aussehen wie Alduin aus Karim. Einfach mit Ding.
Ärmel, also Flügel auf dem Rücken. Aber ja, Skyrim ist natürlich da nicht so toll gewesen und hat denen keine Arme gegeben. Also Armflügel gegeben. Ja. Komm, Schleime. Ja, ich bin echt oft am Skyrim zocken, aber da das Aufnahmeprogramm spinnt und die das Reden der NPCs so laggy macht, so langgezogen, kann ich das leider nicht aufnehmen. Vielleicht einen Livestream mal machen, wenn Interesse ist. Na gut. Das müsst ihr entscheiden. Das entscheide ich nicht, ob ich da einen Livestream mal mache. Ist halt meine Verantwortung, dass es mir gut geht. Ja. Wenn es mal ein bisschen länger dauert, trage pfeift dann immer so schön schlecht. Ja, ja. Der Drago, der kann nicht pfeifen. Okay, hier hat es leider keine Schleime. Ah, ich hätte das Boot mitnehmen sollen. Muss ich natürlich wieder schwimmen. Und ich schwimme wieder zurück, weil es hier mehr Schleime gibt. Haben gleich 64, 41 ist da. Ich sammle wieder zu viel, liebe Leute. Gut, so ein Part. Oh, ist noch ganz lange. Cool. In Minecraft kann man so viel machen in 30 Minuten. Ich hatte immer noch sehr wenig geschaut, nicht lange. Aber ja, das kommt die Aufrufe. So, ich habe mir gerade Twitch geöffnet, Twitch Studio. So, habe ich jetzt wieder ausgemacht. Da ist ein Skelett, also wir sind aufpassen, wir sind nicht so gut im Wasser zum Ausweichen von Pfeilen. Auch noch mehr Schleime. Wir haben schon 15. Also eigentlich könnten wir gleich wieder zurück, aber es Nacht ist, machen wir noch die Nacht über. Ah, da ist noch ein Schleim. Also wir müssen unbedingt hier an Land bleiben. Im Wasser sind wir einfach zu langsam, weil wir nie so richtig schwimmen können. Also was ich mache, ist im Let's Play so viele Level wie möglich zu schaffen. Wie lange das gehen wird, weiß ich nicht. Ja, mit Hilfe von guten Farmen dann später kann man sicher hohe Level erreichen. Einfach anfangs noch ohne. Wo ist der Schleim hin? Ist der gespawnt? Eigentlich müsste ich ja noch den... Ja, komm, Kaninchen. Hä? Kaninchen? Nee, Ding. Hammel. Ah, doch, Hühnchen. Oh. Ja, super. Jetzt machst du die Erde. Ah ja, Erde müssen wir noch mitnehmen. Erde müssen wir auch mitnehmen. Ach, du hast einfach die Landschaft kaputt gemacht. Dann mache ich echt Mob-Griefing auch noch aus. So will ich nicht. So will ich nicht leben mit der Creeper-Explosion überall. Das ist nicht so gut. So. Ja, ja, zu viele Gegner sind auch nicht gesund. Sterbe ich bald noch in den Skelett. Ich ziehe zu viele Skelette. Nein! Nein! Cheat, boah, hab ich Glück gehabt. Weh, ich werde noch angegriffen. Da ist ein Skelett. Okay, überlebt. Oh, überlebt. Cheat. Aber wieso spawnen so viele Gegner auf einer Stelle? Vor allem zwei Skelette und drei Spinnen. Also zwei Spinnen. Schon heftigste, ey.
Muss noch mehr regenerieren. Den Schleim möchte ich jetzt mitnehmen. Der gehört mir, liebe Skelette. Mir alleine. Nein, mit allen Let's Player. Alle Zuschauer fahren. Genau. Uns. Ja, also. Verdammt nochmal. Fast gestorben. Okay. Ja, also. Zurück. Ah, ich werde gestört durch Katzen. Vor allem beim Pfad. So. Oh, das war ein Stress, gell? Überleben ist nicht leicht in Minecraft. Also das Spiel hat schon Schwierigkeitsgrad, vor allem auf normal oder schwer. Der abgeht, oh Mann, ich will immer noch zu langsam schwimmen. So, kann man nicht noch mehr schneller schwimmen? Das ist wirklich Maximum. Na gut, wir müssen zurück zum Boot. Wir nehmen noch Erde mit, zum Beispiel hier im Wald, da stört es niemand. Ja gut, so auch nicht. Ah, viel zu viel Kram wieder. Aha, Minecraft, du bist gerade extrem langsam. Weshalb? Was ist der Grund? Es ist auch Internetleistung zieht und ich bin ja am TL-Diskurs online runterladen seit 3 Tagen. So irgendwie 70 GB, oder? Und Steam braucht natürlich Ewigkeiten, weil so wenig. Ja, und deshalb ist manchmal echt das Internet bei mir K.O. Also, was werfen wir raus? Wir haben nichts mehr zum rauswerfen. Okay, bis wir diesen Stack voll haben, müssen wir leider noch ein bisschen graben. Aber wir machen schön hier ein bisschen in eine Schlange oder so die Erde weg, dass es nicht so auffällt. Nehmen wir nur die oberste Schicht. Machen hier noch ein Ding. So. Ja, jetzt haben wir 64. Ach man, ich nehme noch mehr mit. Was werfen wir denn raus? Fäden? Ja, Knochen. Knochen kann ich dann schon leicht holen. Ich kämpfe ja gerne gegen Skelette. Oh, die schönen Blumen noch mitnehmen. Oh nein. Voll ist voll. Gut. Zurück können wir noch. Jetzt werde ich noch ein paar Kühe finden am besten. Können wir noch hier irgendwo. Ah ja, Rosen werden gut mitnehmen. Müssen wir merken, dass hier ganz viele Rosen hat. Ja, ziemlich viele. Ja gut. Also, dann werde ich nochmal Kühe farmen gehen irgendwo. Und ich werde ja das Land erweitern ringsum für. Bäume, genau. Für die Bäume muss ich natürlich das Land erweitern. Bei unserem Eisschollenbiom. Aber Eisschollenbiome sind nicht die, die nach oben gehen. Das sind nur die Dinge. Also es ist ein Eisbergbiom. Ja, werden wir dann sehen, wenn wir wieder zurück sind, wie das Biom heißt. Aber das gibt es noch nicht lange, seit 1.8. Seit wann gibt es Eis schon? 1.6? 1.8, 1.6. Jetzt haben wir 1.16. Das ist schon ein bisschen her, aber. Ah, wie viele Delfine es gibt und wie Ertrunkene, das ist wahrscheinlich eine Ruine. Einen Ertrunkenen. Ah, wie süß.
wenn der Drago mal nicht böse ist, dann ist er einfach viel zu überwältigt von der Süßigkeit. Boah, der Wind. Mega, wie der Wind bei uns geht, ey. Dieses pfeifende Geräusch vom Wind ist jetzt mal mega zu hören. Weil wie der Zug durchmacht, also Durchzug. Mein Vater macht immer gerne Durchzug und ja. Genau deswegen. Also der Wind ist gar nicht stark, aber ich höre einfach das Windgeräusch mega. So, jetzt müssen wir nochmal schauen. 700 und also in eine Richtung müssen wir noch ein bisschen mehr. Ja, in die Richtung müssen wir noch mehr gehen. Ah, genau, das ist die Ebene, wo wir vor, ja, vor ein paar. Genau, das ist die Ebene, wo wir die Mine haben. Das ist das Eisschorngebiet ungefähr hier. Ja, ziemlich in dieser Richtung. Jetzt geht es schnell runter. Ja, wir müssen bei 50 sein. Wie viele? Vier Delfine. Oh ja, wenn die da zu uns kommen, dann haben wir immer den Boost. Genau. Die sollen zu uns kommen. Aber wo haben wir jetzt das Eisschorngebiet? Ich werde dann eine Wüste suchen und im nächsten Part dann die Wüste erkunden mit euch. Ah, nicht drauf. Ja, hier ist es. Sehr gut. Wir sind wieder zu Hause, liebe Delfine. Das ist euer neuer Stealth. Ah ja, die Ding. Ich werde zwei Schildkröten holen. Irgendwo holen, also durch Eier. Hä? Okay. Also, und dann werde ich noch eine Brücke zur Insel machen und dann können sie dort laichen und werden noch gerendert. Genau. So, herzlich willkommen zu Hause, liebe schöne Delfine. Ihr seid so süße Wesen. Aber ich habe gehört, dass Delfine recht böse sind zu anderen Tierarten und zu eigenen Freunden und so. Also nicht zu sehr in Süßigkeiten verfallen, sonst habt ihr Diabetes. Okay. Krebs, also Seetang, muss man unter Wasser anpflanzen. Okay. Ja, machen wir das mal hier rein. Die Blumen machen wir mal auch hier rein. Ja, das ist sowieso. Ja, die lasse ich mal im Inventar. So. Ein bisschen Notfallerde. Und mit dem Leder machen wir noch kurz. Weitere Bücher, egal. Ja. 9. Schiete, alles. Na gut, teil doch besser auf, ey. Also merken die Maus weniger sensibel. Dann kann ich auch besser craften. So, wie viel haben wir jetzt? 7. Wir brauchen 15. Nein, wir brauchen 13, glaube ich, oder 14. Okay, jetzt mache ich hier zur Insel. Ja. Einfach rüber. Genau. Und vielleicht müsst ihr leider dann ein bisschen warten, aber gut. Bis zur nächsten Folge, euer Drago. Tschüss.